Hier haben wir unseren nächsten Raketenknaller. Im letzten Video haben wir schon die Stump Rockets vorgestellt. Die Stump Rockets funktionieren ja, indem ich auf das Hüpfkissen springe, über Luftdruck. Hier haben wir eine Rakete, die funktioniert über Wasserluftdruck. Absolut brutales Teil. Aquastar nennt sich die. Wir haben hier ein schönes Gestell. Wir haben hier eine richtig schöne Schaumstoffschnauze, ist richtig schwer. Wir haben super hochwertige Flossen und das macht ihr aus einer normalen PET-Flasche. Ihr habt einen Auslöser, ja, per Knopfdruck, und ihr habt hier eben diese Einrenkgeschichte, und zwar mit Luftventil. Und zwar braucht ihr noch eine Luftpumpe. Ich denke mal, fast jeder Haushalt hat das Teil, wo ihr links und rechts die Füße draufstellt und dann wird gepumpt. Ja? In die Rakete wird so maximal ein Viertel, das muss man ein bisschen rausfinden, Wasser reingefüllt und dann wird gepumpt und irgendwann ist der Wasserluftüberdruck so gigantisch hoch, dass es die Rakete dermaßen in die Luft knallt. Wir sprechen hier von circa 100 Meter, je nach Wasser- und Luftdruck. Absolut cool. Das heißt, ihr braucht nicht wie bei Silvesterknallern irgendwelchen Antrieb. Ihr braucht keine Zündkanonen. Es funktioniert nur mit Wasser und Luft. Liegt bei 44,95. Seht ihr hier mal, also wir reden hier wirklich von einem massiven Gestell. Das ist diese schöne Gummikappe. Das sind die Flossen. Da steckt schon einiges drin. Wird letztendlich empfohlen ab 14 plus. Das ist jetzt ein bisschen Auslegungssache. Ich würde das auf jeden Fall nicht einem unter 10-Jährigen einfach mal frei in die Hand geben, sondern das ist schon so ein Artikel, der erstmal unter Aufsicht gemacht wird. Aber ich glaube, jeder Papa hat Bock, so eine Wasser-Luft-Rakete nach oben zu jagen. Letztendlich gibt es dann natürlich auch die Raketen als Ersatz. Ja, wir haben da Dreierpacks, wir haben Einserpacks und ja, auf jeden Fall ein Pflichtartikel. 44,95, wie gesagt. Wem das jetzt zu teuer ist, die Drachengrube hat immer meistens noch eine Alternative. Das hatte ich früher als kleiner Bub. Das ist der Rocket. Und ich weiß noch, wie heute, wie ich mit meinen Jungs, mit meinem 5-Liter-Kanister und der Luftpumpe losgelaufen bin auf die freie Wiese. Und wir haben den ganzen Tag diese Rakete hochgeknallt. Liegt nur bei 17,95. Das ist ein Bausatz. Wir haben die Flügel, wir haben das Gewinde für die normale PET-Flasche, wir haben den Schlauch und ja, ihr braucht nicht mehr wie eine Luftpumpe und Wasser. Was man mit dazu sagen muss, bei der Rocket gibt es keinen Auslöser. Da ist irgendwann der Wasserluftdruck so hoch, dass die Rakete nach oben knallt. Und bei der Aquastar haben wir tatsächlich den Handauslöser. Okidoki, also wer noch einen coolen Hit braucht und gut ankommen will, der holt sich eine Rocket oder die Aquastar. Dankeschön, ciao.